Deutschlands Topmanager schlagen in diesen Tagen auf dem Aktienmarkt wieder richtig ordentlich zu. Bereits jeder dritte Chef eines DAX-Konzerns legte sich Aktien seines eigenen Unternehmens ins Depot. Den Vogel abgeschossen hat in diesen Tagen sicherlich Ludwig Merkle, Aufsichtsrat von Heidelberg Zement, der sich Aktien im Wert von satten 10 Millionen Euro ins Depot legte. Darüber wollen wir heute sprechen mit Finanzexperte Michael Bloss. Warum kaufen die deutschen Topmanager gerade in diesen volatilen Börsentagen Aktien? Naja, sie wissen, was ihre Konzerne leisten können. Sie wissen, wie hoch die Ertragskraft ist. Sie kennen auch die Zukunftsprognosen. Und sie legen halt sich auch die Werte deshalb ins Depot, weil sie Vertrauen in ihr eigenes Unternehmen haben. Es kommt bestimmt auch der Substanzwertcharakter dazu, dass man einfach sagt, okay, da weiß ich, was ich habe. Ich weiß, wie unsere Zukunftsaussichten sind. Also es kommt auch so ein bisschen Insiderwissen in Anführungszeichen mit rein. Und deswegen kaufen die diese Werte und sagen, okay, ich vertraue mir, meiner Arbeit und meiner Firma. Sie haben das Wissen bereits angesprochen, aber was wissen denn die Insider wirklich, was die Privatanleger nicht auch schon längst wissen? Die Bilanzen werden veröffentlicht, die Unternehmenszahlen werden veröffentlicht etc. Ja, das ist richtig. Also die wirklichen Key Facts, die sind bekannt, die müssen auch veröffentlicht werden. Es sind eher so die Soft Facts, die mit dazukommen. Es sind so Sachen wie neue Projekte, die anstehen, gewisse Personalentscheidungen, die zu treffen sind. Und ganz oft kommt Emotion dazu. Nehmen Sie doch das Thema Steve Jobs mit dem Abgang bei Apple. Jeder fürchtet sich jetzt darum, was mit Apple passiert, weil der große Firmenlenker geht. Das sind also rein emotional getriebene Geschichten. Das kann man auch im positiven Bereich haben. Das kann man auch haben, wenn man sagt, okay, man macht neue Auslandsrepräsentanzen auf, baut neue Geschäftsfelder auf und da kommt dann schon Schwung mit rein. Das sind also nicht wirklich geheime Internas, die da extrem sind, sondern eher so ein bisschen was fürs Bauchgefühl. Kann der Privatanleger von diesem Bauchgefühl vielleicht auch profitieren, indem er sagt, komm, vielleicht nicht 10 Millionen, aber ich hänge mich einfach an Ludwig Merkle dran? Klar, man kann diese Directors Dealings im Prinzip mitmachen. Man braucht da allerdings einen sehr langen Atem. Ja, man sollte nicht glauben, man kauft jetzt heute ein paar Aktien, die einer der Führungskräfte gekauft hat und morgen ist man reich damit. Das sind ganz oft ganz lang angelegte Investments. Also hier sollte man doch mit Vorsicht reingehen. Das Zweite ist, es gibt sogenannte Insider-Barometer. Da lassen sich auch Zertifikate darauf abbilden, dass man das dann mitmacht. Aber auch hier würde ich sagen, nicht blind investieren. Alles muss irgendwo Sinn und Verstand haben und nicht einfach jemand hinterherrennen, weil man denkt, der weiß es besser. Sie haben den Insider-Barometer bereits angesprochen. Diese zeigt an, ob die Top-Manager mehr kaufen bzw. mehr verkaufen. 110 bedeutet, der Wert liegt im stark expansiven Bereich. Aktuell haben wir einen Wert von 135. Das signalisiert doch, einzusteigen. Ja, das signalisiert einzusteigen. Das ist aber auch, wenn man die Substanzwertdiskussion, die wir aktuell in Deutschland führen, sieht, gar nicht verwunderlich. Ja? Die meisten Leute kaufen Aktien als Substanzwert und Unternehmenslenker kaufen nun halt mal die Aktien ihres eigenen Unternehmens. Das sind oft auch Halterfamilien. Also da sollte man auch mit Vorsicht agieren und nicht einfach blind drauf vertrauen. Aber an sich kann man damit einsteigen, klar. Am heutigen Tag kommen wir natürlich nicht um das Negativbeispiel herum. Axel Heidmann, Langsess-Chef, hat praktisch sein gesamtes Aktienpaket des Spezialchemieunternehmens abgestoßen. Die Aktie gerät stark unter Druck. Ist so ein Vorgehen wirklich vertretbar? Naja, er hat ja grundsätzlich mal nichts Illegales gemacht. Er hat sich von Aktien getrennt, das steht auch in der Pressemeldung drin, er hat es gemacht aus privaten Gründen, persönlichen Gründen, das hat nichts mit dem Unternehmen zu tun. Er hat es dem BaFin auch als der Directors Deal dementsprechend angemeldet. Ja, da muss ich direkt einschalten. Kann er überhaupt was anderes sagen? Nee, kann er nicht, natürlich. Ja. Man hat da schon den Punkt, dass man sagen muss, okay, das hat einen Beigeschmack. Das wird es immer haben. Das hat es aber bei familiengeführten Unternehmen auch. Es wird bestimmt auch so das ein oder andere Thema geben, wo man untersucht, ob es denn eigentlich eine Ad-Hoc-Mitteilung hätte geben müssen. Aber wie kommt der Mann sonst jemals wieder raus? Verkauft er 5% von seinen Aktien, kommt das auch in der Zeitung und wird als negativ gesehen. Verkauft er 95%, so wie er es jetzt gemacht hat, ist es natürlich ein großer Schnaps mehr, aber im Endeffekt in der Wirkung her fast gleich. Ja. Das war über Sinn und Unsinn von Insidergeschäften für den Privatanleger. Die Einschätzung von Michael Bloss, Finanzexperte und Direktor des Europäischen Instituts für Financial Engineering und Derivateforschung. Herzlichen Dank für das Gespräch.